Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Heroes and Generals. Vor einigen Tagen bin ich gebeten worden, nochmal ein Update zum Thema Kampfeinheiten zu bringen, da sich ja seit den letzten Builds einiges getan hat. Ich habe es ansatzweise auch schon alles in dem Generals Update gebracht, aber jetzt nochmal explizit hier kurz zu den Kampfeinheiten. Kampfeinheiten stehen euch grundsätzlich zur Verfügung ab dem Dienstgrad Second Lieutenant bei den Amerikanern, das heißt Rang 12. Bei den Deutschen und Sowjets ist es dann halt ebenso, nur dass die Dienstgradbezeichnung unterschiedlich ist. Dort erhaltet ihr einen Befehlspunkt und seid in der Lage, Kampfeinheiten mit einem Befehlspunkt zu kommandieren. Was das genau bedeutet, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann als First Lieutenant und Captain habt ihr auch jeweils nur diesen einen Befehlspunkt. Ab dem Dienstgrad Major, das ist Rang 15, steht euch ein weiterer Befehlspunkt zur Verfügung, sodass ihr hier zwei Befehlspunkte besitzt. Ihr könnt also entweder zwei Einheiten A1 Befehlspunkt oder eine Einheit A2 Befehlspunkte kommandieren. Ab Rang 16, das ist Lieutenant Colonel, gibt es dann den dritten Punkt, beim Colonel den vierten und wenn ihr schließlich Brigadegeneral seid, gibt es den fünften Punkt und dann mit jedem weiteren Generalsrang ein mehr. Ab Rang 22 gibt es dann zwei Punkte. Zusätzlich könnt ihr durch weitere Erfahrungen bei den Ordensspangen auch nochmal zusätzlich Kampfeinheiten Punkte erwerben, beziehungsweise Befehlspunkte, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Gut, also ich habe gesagt, in dem Bereich der Generäle könnt ihr diese Punkte einsetzen. Es gibt hier oben rechts das Hauptquartier. Da habt ihr zunächst einmal einen Überblick über alle eure Charaktere, die Kampfeinheiten besitzen. Ihr seht, hier haben wir einen Captain der Infanterie, einen Befehlspunkt, befehligt derzeit eine motorisierte Wache, die nicht stationiert ist. Ihr könnt hier oben rechts euch dann die Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, mit der Kampfeinheit nochmal anschauen. Rang 1 haben wir im Moment. Sicht, Geschwindigkeit und die Größe wird euch hier auch entsprechend angezeigt und ihr könnt aktuell den Fraktionsressourcen abrufen. Dann, wenn ihr über genügend Erfahrung verfügt, um die Einheit einen Rang aufsteigen zu lassen, dann wird hier auch das Upgrade freigeschaltet und dann könnt ihr, je nachdem, auf welcher Schiene ihr euch bewegt, entscheiden, inwieweit die Einheit aufgewertet werden soll. Ihr startet normalerweise mit Infanterieeinheiten immer mit der Wache, das ist diese hier, und könnt dann ab Rang 1, also das hier ist Rang 0, das können wir nochmal machen, Stufe 0, ab Rang 1 könnt ihr dann wählen, ob ihr zur Infanterie wechselt oder zur motorisierten Wache. Ab Rang 2, verbinden sich dann die beiden Bäume wieder zur motorisierten Infanterie, bei der euch dann auch die Geländefahrzeuge zur Verfügung stehen. Hier bei der motorisierten Wache habt ihr lediglich Motorräder und bei der Infanterie halt nur Infanterieeinheiten. Und Stufe 3, die mechanisierte Infanterie erlaubt euch dann Halbkettenfahrzeuge einzusetzen. Was wichtig ist bei der Entscheidung, wenn ihr eine Kampfeinheit habt, ist, dass ihr am Anfang, wenn ihr als Second Lieutenant startet, lediglich einen Befehlspunkt zur Verfügung habt. Wenn ihr auf der Infanterieschiene seid, müsst ihr euch ganz genau überlegen, welchen Weg ihr hier geht. Ihr könnt sagen, okay, ich möchte direkt die Infanterie haben. Die kostet allerdings, seht ihr hier, zwei Befehlspunkte.
ist dann letzten Endes, wie man sieht, hier in den Kauf- und Verstärkungskosten günstiger. Allerdings, wie gesagt, ihr benötigt zwei Befehlspunkte, wohingegen die motorisierte Wache weiterhin nur einen Befehlspunkt benötigt, sich schneller bewegen kann mit 1,8, die Infanterie nur 0,6 und ihr seht hier die Wache sogar nur 0,5. Das ist also eine wichtige Überlegung. Gleiches gilt dann letzten Endes für die Panzer. Bei den Aufklärern seht ihr hier einen Punkt, motorisierte Aufklärer einen Punkt und mechanisierte Aufklärer auch nur einen Punkt. Da ist das nicht so wild. Aber bei den Panzerkräften der leichte Panzer ein Befehlspunkt, der mittlere Jagdpanzer hat auch nur einen Befehlspunkt, aber mittlere Kampfpanzer, zwei Befehlspunkte und die schweren Kampfpanzer dann auch zwei Befehlspunkte. Ihr müsst euch bei der Panzertruppe dann ganz genau überlegen, welchen Weg ihr geht. Also Jagdpanzer, wie gesagt, haben nur einen Befehlspunkt. Allerdings geht es dann hier nicht weiter. Und die Alternative wäre, über die mittleren Kampfpanzer dann auf die schweren Kampfpanzer zu kommen. Luftwaffe. Seht ihr auch hier, also Aufklärung mit Jägern, ein Befehlspunkt, Jagdgeschwader, zwei Befehlspunkte und Pathfinder haben einen Befehlspunkt und die Fallschirmjäger dann aufgrund der höheren Größe dann auch zwei Befehlspunkte. Wichtig ist zu wissen, dass die jeweilige Truppengattung, die ihr spielt, also eure Offiziere, dann auch nur in der entsprechenden Truppengattung Einheiten rekrutieren können. Also Infanteristen, so wie hier, können nur Infanterieeinheiten kaufen. Das ist, wenn ihr hier auf den Kauf-Button geht, wird euch das auch angezeigt. Ihr seht, die Wache ist freigeschaltet. Alle anderen Einheiten sind durchgestrichen, stehen euch dann zum Verkauf nicht zur Verfügung. Bei den Aufklärern seht ihr, habt ihr hier dann die Aufklärer. Eine Ausnahme bildet der General, da dieser ja keiner eindeutigen Truppengattung, zumindest hier im Spiel, mehr angehört. Normalerweise gibt es ja in der Realität auch durchaus Generäle für die Luftwaffe und dann für die Infanterie und für die Marine wären es dann halt die Admiräle. Aber hier also die Generäle, keine eindeutige Truppengattung. Das heißt, bei den Generälen sind alle Kampfeinheiten freigeschaltet. Ihr könnt alles kaufen. Habt als Brigadegeneral 5 Kommandopunkte. Ihr seht, ich habe das hier teilweise schon ein bisschen ausgebaut. Also der General Albert Jackson verfügt über drei Kampfeinheiten. Einmal mittlere Jagdpanzer für einen Kommandopunkt, einmal dann die Fallschirmjäger für zwei Kommandopunkte und die mittleren Panzer ebenfalls zwei Kommandopunkte. Das gleiche gilt für den Earl Winter, für den Brigadegeneral, Jagdgeschwader zwei Punkte, Fallschirmjäger zwei Punkte, motorisierte Wache ein Punkt. Hier haben wir einen Major der Infanterie, der zwei Kommandopunkte schon besitzt und dementsprechend hier eine Infanterieeinheit. Dann Major der Panzertruppe, eine mittlere Panzereinheit und dann geht es im Grunde wieder von vorne los. Also, ihr seht, es kann nicht schaden, wenn man jetzt nicht alles mit Generälen zupflastert, bei den Offizieren und später auch den Stabsoffizieren. Durchaus so ein bisschen gemischte Einheiten zu haben. Denn letzten Endes auf der Taktikkarte spielt ihr ja nicht alleine, sondern mit vielen anderen auch. Und je ausgewogener natürlich die Einheiten sind, die ihr bewegen könnt, desto besser lässt es sich auch unterstützen. So, dann haben wir, wenn wir das Hauptquartier wieder verlassen, hier unsere
Liste mit allen Kampfeinheiten, die uns zur Verfügung stehen. Ihr könnt mit diesem Pfeil, wenn ihr draufklickt, das Menü auch noch erweitern. Dann bekommt ihr noch ein paar Informationen mehr. Also hier wird euch lediglich der Status angezeigt und die Kampfeinheit. Hier seht ihr dann noch, wie viel euch letzten Endes zur Verfügung steht an Einheiten, wenn ihr diese dann einsetzt. Wichtig für die Kampfeinheiten sind hier die Kriegskassenpunkte. Ich habe jetzt 39.390. Das ist leider nicht viel zum Einsetzen der Kampfeinheiten. Ich werde trotzdem gleich mal ein oder zwei Einheiten einsetzen. Ihr seht, die Einsätze sind relativ teuer. Wir haben also hier 2520 Punkte, die das Ganze kostet. Ihr könnt in den Fraktionsressourcen schauen, welchen Vorrat haben wir noch. Das seht ihr hier, Länge der Warteschlange. Dann könnt ihr schon mal abschätzen, wie lange es dauern wird, bis euch die Einheiten zur Verfügung stehen. Ihr könnt alternativ auch Gold aufwärmen, verwenden. Dann, wenn ihr eine Kampfeinheit stationieren wollt, müsst ihr euch die Städte aussuchen, in denen, oder in diesem Fall ist es ja entweder konzentriert ihr euch auf eine Stadt oder ihr nehmt mehrere. Deutschland wird hier verlieren. Müsst dann auswählen, eure Einheiten hin sollen. In diesem Fall, wir haben Berlin. Ist ganz sinnvoll. Dann werden wir mal Kampfeinheiten nach Berlin schicken. Also, wir haben mittlere Panzer. Wir haben die Wache. Ihr seht, oben gehen schon die Ressourcen weg. Diese Einheit ist schon eingesetzt. Die braucht noch einen Moment. Die ebenfalls. Wir nehmen noch Infanterie mit. Aufklärer. Also grundsätzlich könnt ihr fast alles anklicken. Wichtig ist, dass ihr über die Ressourcen verfügt. Wenn das nicht der Fall ist, ist das auch nicht so wild. Dann werden die Einheiten halt nicht eingesetzt, wenn ihr nicht genug Geld habt. Nehmen wir hier nochmal, obwohl das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Die sind alle relativ teuer. Okay. Also, wenn ihr Kampfeinheiten habt, ihr seht, ihr könnt mit dem Mausrad hier wunderbar reinzoomen. Kampfpanzer, Jagdpanzer sind noch unterwegs, Kampfpanzer sind eingesetzt. Hier in Gelb, seht ihr, werden eure eigenen Einheiten angezeigt. Zunächst einmal auf der Übersichtskarte im Buch. Dementsprechend auch alle anderen Einheiten mit den Besitzern. Wenn ihr draufklickt, dann seht ihr das. Wie viele Einheiten da zur Verfügung stehen, also was eventuell auch schon aufgebraucht ist, wem die Einheiten gehört, das könnt ihr alles hier sehen. Wie gesagt, in Gelb eure eigenen Kampfeinheiten, hier dann Gesamtressourcenübersicht für das Kampfgebiet. Wenn ihr jetzt eine Einheit bewegen wollt, Kampfeinheiten können sich nur innerhalb dieser Linien hier bewegen. Das heißt, wir nehmen jetzt eine Einheit, halten dann die linke Maustaste gedrückt und bewegen diese Kampfeinheit entsprechend dann zum Zielort. Ja, draufklicken, loslassen. Jetzt seht ihr hier erscheint diese Fahne. Die Einheit bewegt sich in der entsprechenden Geschwindigkeit. Ja, so.
Köpenick. Auch nicht schlecht. Dann, man häufig noch machen sollte, ist sich anschauen, was ich überhaupt an Einheiten hier zur Verfügung noch habe, von anderen Spielern. Also wir haben Aufklärer, wir haben mittlere Panzer, leichte Panzer, Infanterie, Jagdpanzer, also es ist einiges vorhanden. Die bleiben. Obwohl, da können wir eigentlich noch Infanterie reinschicken. Also ihr könnt auch versuchen, zur Unterstützung Einheiten in Kampfgebiete zu schicken. Das seht ihr hier. Gut. Schauen wir mal, die kann ich auch noch einsetzen. Also, einfach Einheit auswählen, linke Maustaste gedrückt halten, ins Zielgebiet ziehen und loslassen. Dann habt ihr die Einheiten bewegt. Was sich übrigens mittlerweile geändert hat, ist, das gab es ja früher nicht, dass ihr jetzt auch Kampfmoral habt. Das war früher nicht der Fall. Und wenn die Moral zu niedrig ist, zieht sich die Einheit zurück. Ihr seht jetzt hier, die brauchen Verstärkung. Die befinden sich im Kampf. Die befinden sich im Kampf. Und haben wir noch welche? Also ihr könnt auch einfach mal draufklicken. Könnt dann selber am Kampf teilnehmen, wenn ihr wollt. Gegen die Sowjets. So, hier seht ihr das Ganze. Also die Einheiten, die blinken, befinden sich quasi im Gefecht, weil ihr ja hier auf der Gefechtsmap seid. Und euch wird das Ganze nämlich hier auch nochmal angezeigt. Durch das Blinken, dann seht ihr, okay, die Einheiten werden eingesetzt. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Aufklärer, mittlere Panzer können wir da eigentlich auch mal hinschicken. Die nach unten, das sind dann die nächsten Schlachtfelder. Da sieht's schlecht aus. Was haben die Russen dort? Also, hier könnt ihr euch auch anschauen, was der Gegner eigentlich für Fahrzeuge hat. Ihr seht, und halt auch Einheiten. Ihr seht, die Russen sehr viele Ressourcen. Die Amerikaner nicht, also das ist hier quasi schon fast verloren. Deswegen lohnt es sich nicht, da Einheiten reinzuschicken. Gut, so viel zum Thema Kampfeinheiten. Ihr seht, ich habe jetzt nicht mehr so sehr viele Ressourcen zur Verfügung. Das heißt, das reicht nicht mehr, um noch weitere Einheiten einzusetzen. Die befinden sich hier alle im Kampf. Und man wird dann auch sehen, dass hier die Anzahl der Einheiten runtergeht, die Moral auch etwas. Ihr könnt dann am Ende eines Kampfes die Einheiten wieder verstärken. Das kostet natürlich auch Ressourcen. Ihr könnt hier die Einheiten zurückziehen, wenn sie das nicht allein machen. Euch stehen also entsprechend die Option zur Verfügung. Gut, ich hoffe, als kleines Update, dass ihr da noch ein bisschen Info rausholen konntet. Ihr seht, hier haben wir jetzt noch mittlere Panzer, die können wir auch weiterschicken. In die nächsten Angriffsgebiete.
Ziele, da denke ich mal, werden die von Köpenick auskommen. Hier haben wir noch die Aufklärer. Ja, die Route ist verloren. Die sind noch im Kampf. Sorry. So, die beiden sind auch noch im Kampf. Hier könnt ihr euch dann auch immer direkt anschauen, wie der Status ist. Also die sind anscheinend noch nicht eingesetzt worden. Wir haben noch 54, 54, 135, 135. Die sind im Einsatz. Ihr seht 53, 54, 39, 40. Da zerlegt einer meine Panzer. Dann können wir uns ja eigentlich mal mit einloggen vielleicht. Mal gucken, ob das noch was wird. Ich habe jetzt gerade gar nicht geschaut. Aber die ist voll. Okay, bringt leider nichts. Der Kampf ist voll. Ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken fürs Reinschalten und es wird bald wieder neue Videos geben. Und ich freue mich immer, wenn es Spieler gibt, die bereit sind, auch hier für ein Koop-Video oder ähnliches sich zur Verfügung zu stellen. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr ein Headset habt und euch auch im Voice-Chat dann entsprechend benehmen könnt. Und ja, ich freue mich dann bis zum nächsten Mal.